Es ist schön, ein paar neue Reisegefährten zu haben. Gegen die Monster haben wir es so auch leichter. Mehr Reisegefährten. Das will ich meinen. Es dürfte in Alrest wohl keine Monster geben, das es mit der Aegis aufnehmen kann. Ja, du besitzt eine gewaltige Macht. Aber Lora meint etwas anderes, glaube ich. Für dich sind Klingen nicht einfach nur Werkzeuge in der Hand ihrer Meister, oder? Ganz genau. Ob nun Adam, Mithra oder Heis. Für mich macht es keinen Unterschied. Ich bin einfach froh, dass jetzt mehr Leute um mich zu haben, denen ich vertrauen kann. Ganz schön seltsame Sichtweise. Findest du? Wollen wir langsam zum Hafen von Yangqing aufbrechen? Wir müssen nur diesem Weg folgen, dann können wir ihn nicht verfehlen. Und von dort nehmen wir die Fähre nach Gormod. Ich hoffe, der Verkehr wurde noch nicht eingestellt. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht zu viel Zeit lassen. So, jetzt haben wir Adams Truppe dazu gewonnen. Und Milton und Michael sind unsere kleinen. Wie viele kommen denn noch dazu? Platz für drei Gruppen wäre es sogar noch. Ich glaube nicht, dass es so viele in DSD gab. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nun, da Hayes deiner Gruppe beigetreten ist, solltest du etwas über den Klingenwechsel erfahren. Bei einer Gruppe mit zwei Klingen kannst du unterwegs oder im Kampf einen Klingenwechsel durchführen und damit bestimmen, welche Klinge am Kampf teilnimmt. Einen Klingenwechsel führst du mit den linken Stick durch. Im Kampf existiert danach allerdings eine Wartezeit. Eine rasche Folge von Klingenwechseln ist im Kampf nicht möglich. Rollentausch und Klingenwechsel lassen sich je nach Situation vielfältig einsetzen. Probiere vieles aus und finde einen Kampfstil, der besonders gut zu dir passt. Das wird so merkwürdig mit... Hey, es hat die gleiche Stimme einfach wie Lora. Als wären es Geschwister, könnte man sagen. Oder als wäre es die ein und die. Als wären wir dieselbe Person hier. Kann ich nur eigentlich mit Lora kämpfen? Was ist das? Irgend so ein seltsamer Nebel. Wahrscheinlich ein Äthermiasma. Wir sollten etwas dagegen unternehmen, bevor es noch größer wird und den Weg zum Hafen versperrt. Als ich das letzte Mal hier vorbeikam, war es noch nicht da. Muss wohl erst vor kurzem entstanden sein. Ausgerechnet auf dem einzigen Weg, der zum Hafen führt. Na toll. Hier treiben sich auch etliche Monster herum. Ob sie wohl vom Jasmin angelockt wurden? Gut möglich. Wir sollten uns schleunigst was überlegen, bevor noch mehr von diesen Biestern auftauchen. Lass mich nun machen, ich werde dieses Miasma atomisieren. Klar, und das gesamte Ökosystem drumherum gleich mit. Wo ist das Problem? Das Ökosystem hier besteht doch eh nur aus Monstern, die uns ans Leder wollen. Mithra, die Kraft, die dir innewohnt, ist zweifelsohne gewaltig. Aber es braucht nur die kleinste Fehleinschätzung unsererseits und wir sind nicht besser als Malos. Entschuldigt die Unterbrechung, aber wieso lassen wir es nicht Hayes versuchen? Sie sollte mit diesem Jasma ohne Probleme fertig werden.
Meinst du? Das wäre natürlich praktisch. Gerne, ich brauche nur etwas Ruhe, um mich zu konzentrieren. Würdet ihr euch derweil um die Monster kümmern? Nichts leichter als das. Los, Mithra. Dann wollen wir mal. Warum einfach, wenn es doch kompliziert geht? Aber was soll's? Der Wunsch meines Meisters ist mir Befehl. Mehr wollte ich gar nicht hören. Also los. Über seine Mission angenommen. Es gibt zwei Arten von Missionen. Kleinere Nebenmissionen und solche, die die Haupthandlung des Spiels vorantreiben. Die jetzige fällt in der Sparte der Handlungsmission. Das pinke Ausrufezeichen-Symbol auf dem Kompass weist dir die Richtung zum nächsten Missionsziel. Der Rest ist voller Leute, die deine Hilfe gebrauchen können. Willst du ihnen helfen, kannst du dies im Rahmen einer Nebenmission tun. Sprich Leute mit einem blauen Fragezeichen-Symbol über deinen Kopf an und finde heraus, welche Sorgen sie belasten und wie du ihnen helfen kannst. Wenn du ihre Mission erfüllst, springt meistens eine kleine Belohnung für dich heraus. Die Nebenmission zeigt dir ein blaues Ausrufezeichen auf dem Kompass dein nächstes Missionsziel. Nun denn, nutze jetzt Hayes Spezialtalent, um das Äther mir erstmal hier zu beseitigen. Jeder Charakter hat ein eigenes Bonus-Talent, das nur hier er einsetzen kann, sofern die zur Aktivierung notwendige Bedingung erfüllt ist. Ist die Bedingung erfüllt, kannst du das Bonus-Talent mit einsetzen. Bedingung und Effekt eines Bonus-Talents kannst du im Menü unter Techniken notieren. Bonus-Talente haben sehr mächtige Effekte, werden oft aber auch von bedeutsamen Nachteilen begleitet. Wege stets ab, wann und wie du ein Bonustalent einsetzt. Mit Angriffen, dem Heilen der Gruppe und anderen Aktionen, die den Gegnern nicht gefallen, zieht ein Charakter Wut auf sich. Jede Gruppe hat ihren eigenen Wutwert. Wir attackieren stets die Gruppe mit dem höchsten Wutwert. Achte darauf, dass Gruppen mit wenig KP oder niedriger Verteidigung nicht zu viel Wut auf sich ziehen. Manchmal ist es also vom Vorteil, sich zurückzuhalten. Kümmern wir uns ums Miasma. Das wäre erledigt. Nun kann Hayes mal zeigen, was sie drauf hat. Nicht so voreilig. Das waren wohl doch noch nicht alle Monster. Das Miasma hat wieder ein paar neue angelockt. Hayes kann sich erst dann um das Miasma kümmern, wenn wir alle Monster erledigt haben. Oh Mann, das nervt echt. Nervig oder nicht, wir dürfen jetzt bloß nicht nachlassen. Hi Dark. Sind wir endlich fertig? Sieht ganz danach aus. Du kannst jetzt loslegen, Hayes. Sehr wohl. Kontinente von Iras sind lebende Wesen, die Titanen. Und einer der Ausscheidungen dieser Titanen sind die sogenannten Äthermiasmen. Das ist Titanscheiße?
Ethermiasmen ziehen Monster. Es ist also gefährlich, sie zu beseitigen. Aber zugleich auch lohnenswert, da dadurch stets ein neuer Sammelpunkt entsteht. Ein Ethermiasma kann nur mit den richtigen Spezialtalenten beseitigt werden. Diese kannst du in den Harmonieringen einer Klinge freischalten und verbessern. Das war's dann wohl mit dem Ethermiasma. Seht mal, dort drüben. Komm. Wir sehen uns mal genauer an. Vielleicht finden sich inmitten all dieses Ethers hier ein paar wertvolle Sachen. Es lag wohl an der schieren Menge an Ether, das sich hier überhaupt an Miasma gebildet hat. So sieht's aus. Falls wir auf unserem Weg auf weitere Miasmen stoßen, kann sich ja Hayes wieder um sie kümmern. Selbstverständlich, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ach Hayes, was würden wir nur ohne dich tun? Diese gemeine, gefährliche Mistra ist hier eh kein Verlass, stimmt's? Das habe ich damit nicht gemeint. Du warst immer meine einzige Klinge und bist es daher nicht gewohnt, mit anderen Klingen zusammenzuarbeiten. Das ist meine Schuld, aber in Gesellschaft von Hayes und Jin wirst du noch viel über deine eigenen Kräfte lernen. Und das ist doch was Gutes, oder nicht wahr? Ziemlich große Erwartungen, die du da hast. Also schön, ich gebe diesem Teamwork-Geschichte eine Chance. Ob ich was daraus lerne, wird sich zeigen. Ja, da! Haben eine neue Figur, guck mal hier. Kari und Gatomon sind bei mir angekommen. Ihr seid doch Meister, oder? Das trifft sich gut. Habt ihr auf eurem Weg hierher die Brücke gesehen? Ich muss dringend drüber zu den Harad-Hügeln. Aber leider haben sich dort ein paar dicke, fette Monster breit gemacht. Bitte beseitigt sie für mich. Diese Dünen sind der einzige Ort, wo ich Sand von der richtigen Farbe und dem richtigen Rieselgrad bekomme. Wenn ich mit der Lieferung nicht schnell genug bin, wird mein Alter mich das büßen lassen. Ihr seid die Einzigen, die mir helfen können. Ich warte im Lager bei Feldley auf euch. Rest ist nicht aus dem Kontext. Der hat es ja eilig. Und was jetzt? Ich würde natürlich schon gerne dafür sorgen, dass Lora so bald wie möglich ihre Mutter wiedersehen kann. Andererseits kann ich auch nicht einfach jemanden in Not ignorieren. Und wenn wir ihm jetzt aus der Patsche helfen, wird er vielleicht eines Tages dasselbe für uns tun. Ja.
dass dies ist keine leichte Entscheidung. Ich überlasse sie dir, Laura. Ja, wir stehen hinter dir, egal für was du dich entscheidest. Danke, Leute. Lass mich kurz darüber nachdenken. Wenn Laura und die anderen das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, steigt damit auch ihr Ansehen. Sprich dazu einfach mit verschiedenen Bewohnern von Alest. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, erfährst du seinen Namen, Beruf und Aufenthaltsort. Diese Informationen kannst du jederzeit im Hauptmenü unter Ansehen nachschlagen. Lerne die Menschen kennen und steigere dein Ansehen. Wenn du das Problem einer Person löst, die im Ansehen-Menü aufgelistet ist, wächst dein Ansehen bei der Bevölkerung ein wenig. Hilfst du auf diese Weise genug Leuten, steigt dein Ansehen um eine Stufe, wodurch sich auch wiederum neue Missionen auftun. Es lohnt sich also, Gutes zu tun. Auf diese Weise hinterlassen Laura, Jin und die anderen ihre Spuren in dieser Welt und sorgen dafür, dass Alrest ein schönerer Ort wird. Und noch ein Tipp, zu guter Letzt, das Ansehen-Menü öffnet sich normalerweise jedes Mal, wenn eine neue Information über die Bewohner dort abgelegt wird. Du kannst, dies kannst du jedoch im Hauptmenü unter System, Option, Spieler, Ansehen-Einträge überspringen, deaktivieren. Wenn du ein Ansehen gezielt bei vielen Leuten steigern möchtest, wird dir diese Option vielleicht hilfreich sein. Das Problem ist, das muss man halt wirklich machen. Ich glaube, das Ansehen ist sehr wichtig, wenn es... Und das ist etwas, was ich bei diesem Spiel gar nicht mochte. Man ist gezwungen, Nebenmissionen zu machen. Ansonsten kommt man in der Story nicht weiter. Wir haben was bekommen. Was zur Hölle war das? Da ist schon wieder der falsche Knopf. Müssen die Viecher auch ausgerechnet dort herumstehen und dazu noch den ganzen Tag. Manche kapieren halt einfach nicht, wann es zu viel des Guten ist. Lustig, dass gerade du das sagst. So langsam bekomme ich Sympathie mit diesen Monster. Boah, was? Hey, was soll denn das bitte heißen? Herrin, sollten wir den Streit nicht schlichten? Ach, passt schon.
Immerhin sagen sie sich offen, was sie denken. Wäre doch schlimmer, wenn sie sich anschweigen würden. Nein, nein, ich bin sicher, das ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Ich und der Kerl? Nicht in 1000 Jahren. Da sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Boah, wie ich dich hasse. Ach, wie schön. Was dich liebt, das neckt sich. So harmonisch kann die Reise gerne weitergehen. Sieht aus, als wollte noch jemand bei uns mitmischen. Dann wollen wir sie herzlich willkommen heißen. Und da hast du in Final Fantasy 14 noch die restliche Rüstung durch Raids gefarmt oder noch gar nicht gemacht? Ihr habt die Monster besiegt. Meister sind einfach die stärksten. Vielen, vielen Dank. Wird Zeit, dass du mal für dein Essen schuftest. Was mir dabei passiert, ist meinem Alten wohl egal. Aber jetzt muss ich mich wirklich ranhalten, sonst setzt es was. Hier, ich muss euch ja irgendwie für eure Hilfe belohnen. Wir arbeiten in der Hauptstadt als Gärtner. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Also der Sand. Wie viel brauchen wir nochmal? Ach, das fällt mir unterwegs sicher wieder ein. Arigato. Das wird noch hart. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Morale Mono, Morate Okanaito. Morale Mono, Morate Okanaito. Ich mag die Stimme. Wie ich denn hier gelandet? もらえるものはもらっておかないと。
Hören wir. Das müsste doch wohl der Hafen von Yangchik sein, oder? Ja, ich habe die Leute von der Fähre gebeten zu warten, bis ich euch hierher geleite. Du überlässt nichts dem Zufall, was, Hayes? Gomot, wir kommen! Dann sollten wir uns direkt mal beim Kapitän melden. Es gibt zwei Methoden, um deine Gruppen stärker zu machen. Du kannst ihre Stufe steigern und du kannst Taschenitems einsetzen. Stufensteigerung. Hast du im Kampf genug MP gesammelt, steigt deine Stufe damit und damit steigt auch die Statuswerte deiner Gruppe. Taschenitems. Lege ein Taschenitem in die Tasche eines Meisters, um der Gruppe eine vorübergehende Stärkung zu verleihen. Es gibt drei Methoden, um deinen Meister stärker zu machen. Du kannst den Meister selbst auf zwei Arten verbessern oder ihm bessere Ausrüstung geben. Den Meister selbst verbesserst du über Techniktraining, verbrauchte im Kampf erhaltene WP oder die Harmonieringe, verbraucht im Kampf erhaltene TAP. Außerdem kannst du einem Meister Ausrüstung geben, die seinen Wert steigert, Fähigkeiten verbessert und so weiter. Waffensockelausrüstung erhältst du von Gegnern. Es gibt vier Methoden, um Klingen stärker zu machen. Du kannst die Klinge selbst oder ihre Ausrüstung auf jeweils zwei Wege verbessern. Die Klinge selbst verbesserst du über Techniktraining, verbraucht im Kampf erhaltene WP oder ihre Harmonieringe, erfülle zur Verbesserung Aufgaben. Ihre Ausrüstung verbesserst du, indem du ihre Kernsplitter auf den Schatztruhen zu finden. Für die Waffe oder Hilfskerne oft von Gegnern hinterlassen gibst. In den Harmonieringen einer Klinge sind verschiedene Aufgaben vermerkt. Wenn du eine dieser Harmonieringe erzielst, erscheint eine Anblendung. Der Bonus für das Erfüllen des Harmonieerfolgs tritt damit aber noch nicht in Kraft. Wenn du so eine Einblendung siehst, solltest du immer das Menü öffnen und dir den Harmonieringen deine Neufähigkeiten ansehen, um sie zu aktivieren. Ich sollte wirklich mal gucken. Ob ich meine Klingen nicht verbessern kann? Das harte Weste macht. Was ist das? Ölschaden. Ist auch geil. Wir haben Forellenbratling. Hier gibt es noch zwei Nebenmissionen. Nur die Maschine sieht aber nicht aus, als könnte
könnten wir damit einen Moment irgendwas anfangen? Oh. Oh, was ist das? Gruppe aus Meistern und Klingen. Olli Polly ist auch Meister. Die Freunde glauben nicht, doch ist stahlharte Kampfsau. Nächster Auftrag wird aber selbst für Olli Polly Herausforderung. Sucht deshalb dringend neue Mitstreiter. Ist schön, dass Freunde so eifrig freiwillig melden. Aber Olli Polly muss erst Eignungstest machen. Muss doch kurz angemessen sadistische Aufgabe überlegen. Ah, Entscheidung ist gefallen. Bitte 5 Gegner mit Meisterkombos umwerfen. Welche Gegner ist ganz egal. Ist ja für erfahrene Meister ganz einfach. Erst mit geeigneter Technik ins Schwanken bringen und dann, zack, Klinge wirft schwankende Gegner brutal zu Boden. Fertig ist Laube. Alles klar, schwanken umwerfen, 5-mal. Wenn Freunde Aufgabe erfüllt haben, bitte Olli Polly wahrheitsgemäß Bericht erstatten. Nicht vergessen, ja? Es gibt Techniken und Rollentauschtechniken, die den Gegnern in bestimmte Zustände versetzen können. Die Zustände sind Schwanken, Umwerfen, Schleudern und Schmettern. Führst du diese Zustände in dieser Reihenfolge herbei, wird das Meisterkombo genannt. Umwerfen, Schleudern und Schmettern führen dazu, dass der Gegner KP-Kapseln fallen lässt und nicht mehr zurückschlagen kann. Nutze sie zu deinem Vorteil. Und wie gesagt, die müssen wir irgendwie machen, weil wir wahrscheinlich das Level brauchen. Oh. Ja. Tachchen, mein Name ist Isabella. Isabella, die berühmte Abenteurerin von Torna. Nein, da klingelt nichts. Egal, wisst ihr wenigstens über die Barney-Steine Bescheid? Vor langer Zeit gab es mal einen Typen namens Blauer Barney. Der hat überall in Alrest nach Schätzchen gesucht. Als er nach Torna kam, hatte er so viele Schätze im Gepäck, dass er nicht mehr alles tragen konnte. Also hat er sie an Ort und Stelle versiegelt, zusammen mit Monstern und Diebe abzuschrecken. Er wollte dann später noch einmal nach Torna kommen, um den ganzen Kram wieder einzusammeln. Dazu ist es aber nie gekommen. Die Siegel des blauen Barney werden Barney-Steine genannt und sind noch heute in Torna zu finden. Der blaue Barney mag als Abenteurer ein ziemlicher Idiot gewesen sein, aber die Geschichte ist interessant, oder? Nicht wahr? Ich bin so froh, dass endlich mal jemand meine Begeisterung teilt. Dann will ich mal eins oben drauflegen und euch noch ein echtes Geheimnis verraten. In der Harad-Hügeln hier in der Nähe soll sich angeblich einer der Barney-Steine befinden. Natürlich habe ich mich dort auch schon umgeschaut, aber leider ohne Erfolg. So langsam muss ich aufgeben und wieder nach Oresco zurück. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, den Barney-Stein zu suchen. Man muss davor angeblich die Arme nach oben halten und 3-mal Barney ist der Beste rufen. Ja, ich weiß, das hört sich ganz schön blöd an. Aber so hat der gute Barney es eben eingerichtet. Ihr braucht es ja nicht ernst zu meinen, wenn ihr es sagt. Nach dem Öffnen des Siegels stürzt sich wahrscheinlich eine ganze Flut von Monstern auf euch. Die müsst ihr alle besiegen, um die verborgenen Schätze des blauen Barney zu bekommen. Falls euch das tatsächlich gelingt, dann wäre es nett, wenn ihr mir zumindest davon berichtet. Die Geschichte dahinter ist mir wichtiger als die Schätze selbst. Also dann, vielleicht sieht man sich ja nochmal. Kann ich mich nicht teleportieren dahin? Ja, geht doch. Wollen wir nicht so lange Wege laufen? Ich bin ein Tenkan-Ninata. Sate, was ist denn?
Die halten nichts aus. Die halten einfach nichts aus. Ich soll einen Gegner schwanken und umwerfen? Wie denn, wenn ich noch nicht mal das Schwanken ausführen kann? Ja, vielleicht gibt es einen Gegner, der ein bisschen mehr aushält. Das ist also ein Barney-Stein? Auf deinen Reisen findest du möglicherweise mysteriöse Monolithen. Diese werden Barney-Steine genannt und existieren nur in Torna. Untersuchst du einen Barney-Stein, bekommst du es mit Monstern zu tun. Aber wenn du überlebst, gibt es tolle Schätze. Sei also gut vorbereitet. Oh, sag bloß, ihr habt den Barney-Stein gefunden und die Schätze geborgen. Bitte erzählt mir alles haarklein. Als ich euch gesehen habe, wusste ich es sofort, wenn einer es schaffen kann, dann ihr. Wollt ihr nicht auch Abenteurer werden? Ihr würdet sich im Handumdrehen im Gold schwimmen. Apropos Gold, laut einer Legende soll in der Wüste von Dorna ein großer Goldschatz vergraben sein. Wir könnten uns zusammentun und uns eine goldene Nase verdienen. Haha, nein, ich mach nur Spaß. Ich will mir ja nicht selbst die größte Konkurrenz heranziehen, die ich mir als Abenteurerin denken könnte. Vielen Dank auf jeden Fall für die spannenden Geschichten. In Torna soll es noch weitere Barney-Steine geben. Falls ihr die suchen wollt, viel Glück.
Jokata. Kore de Kaiketz, ne? Minna, kyou mo ichinichi otsukare sama. Kyousoku o toru no nara itte kure.